Hallo und willkommen in der Sportnews-Redaktion. Die Fußball-Oberliga, sie wurde gestern mit der fünften Rückrunde fortgesetzt und dabei kam es zum Spitzenspiel zwischen St. Georgen und Virtus Bozen. Die Dalferstädter gingen zweimal mit Max Dalpiaz in Führung, aber die Jergina schlugen mit Thomas Albanese ebenso oft zurück. Somit endete der Oberliga-Gipfel zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellendritten mit einem 2:2 Unentschieden. Und hier noch die weiteren Ergebnisse des 20. Spieltags. Bozener FC Mori 0:0, Calcio Chiesi Alense 2:0, Epantramin 0:1, St. Martin Arental 0:0, Lavis Naturns 1:3, Rotaliana Brixen 2:6 und Mezzo Corona Comano 1:4. In der Tabelle führt Virtus Bozen mit 42 Punkten, vor dem Bozener FC mit 38 und St. Georgen mit 37 Zählern. Zum Eishockey. Die Playoffs in der Ebel haben für den HC Bozen alles andere als optimal begonnen. In der Viertelfinalserie liegen die Foxes nach zwei Partien 0:2 zurück. Am Freitag setzte es eine 3:5 Heimpleite und die schwere Verletzung von Brandon Bell, für den die Saison gelaufen ist. Gestern gab es dann ein 3:4 auswärts in Linz. Morgen Abend kommt es in der Eiswelle zu Spiel 3. Anpfiff ist um 19.45 Uhr. Und die Füchse, sie stehen dann schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand. Denn dieses Spiel müssen sie gewinnen, um zu vermeiden, dass Linz den Sack am Freitag vor eigenem Publikum vorzeitig zumachen kann. In der Serie A wurde am Samstag der letzte Spieltag des Grunddurchgangs ausgetragen. Die Rittnerbuben setzten sich im letzten Heimspiel 4:2 gegen Sterzing durch und schraubten ihre Punkteausbeute auf 100 Zähler. Denn Dudin erzielte in dieser Partie einen Doppelpack. Und hier noch die restlichen Ergebnisse der 42. Runde. Cortina Asiago 3:5, Fassa HC Pustertal 5:3 und Grönwald-Bellice 1:2 nach Verlängerung. Damit ergeben sich folgende Viertelfinalpaarungen. Ritten spielt gegen Cortina, Sterzing gegen Fassa, HC Pustertal hat Gröden zu Gast und Asiago spielt gegen Valpellice. Das Playoff beginnt bereits am morgigen Dienstag. In Predazzo waren am vergangenen Wochenende die nordischen Kombinierer im Rahmen einer Weltcup-Etappe zu Gast. Am Freitag wurde ein Teamsprint ausgetragen, am Samstag und Sonntag jeweils ein Einzelwettkampf. Und im Teamsprint sorgte Samuel Costa für Aufsehen. Weil sich die Windverhältnisse plötzlich änderten, sprang der Grödner 140 Meter, also 10 Meter weiter als die gesamte Konkurrenz, kam aber bei der Landung zu Sturz. Glücklicherweise wurde er dabei nicht verletzt und holte am Samstag im Einzel als 27. ein paar Weltcup-Punkte. Armin Bauer landete zweimal als 30. bzw. 27. in den Punkterängen und auch Lukas Rungaldier konnte gestern einen Punkt einheimsen. Zu Ende gegangen ist gestern die Eisstock-WM am Ritten. Die Südtiroler Athleten konnten bei den Heimtitelkämpfen insgesamt 7-mal Edelmetall gewinnen. Zu Weltmeisterinnen kürten sich die Damen im Mannschaftsspiel. Die Herren holten Silber in dieser Disziplin und mussten sich nur Österreich geschlagen geben. Außerdem gab es noch 2 weitere Silbermedaillen bzw. 3-mal Bronze. Und langsam aber sicher nimmt auch die Leichtathletik wieder Fahrt auf. Am Samstagnachmittag wurde im Stadtzentrum von Meran der zweite Teil der Winterlaufserie ausgetragen. 2 Wochen nach dem Auftakt in die Berglaufsaison in Velau gaben sich die Athleten nun im Herzen der Passerstadt ein. Stell dich ein, es galt einen 5 Kilometer langen Rundkurs zweimal zu bewältigen. Die Siege gingen dabei überraschend an den erst 21-jährigen David Andersag vom ASC Berg und die Laserin Petra Bircher. Mit dieser Meldung sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse und wir sind dann morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen.